Hallo und herzlich willkommen bei Force of Nature 2 Ghost Keeper. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid auf der Großbaustelle. Wie ihr seht, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe die Palisade schon mal rumgezogen. Also soweit, wie es halt ging. Ich habe überlegt, ob ich das hier noch so lasse, weiß ich nicht. Mir gefällt es eigentlich optisch nicht so gut. Aber die Alternative wäre natürlich nur, das hier quasi nebendran zu machen oder durchzuziehen. Dann könnte man hier noch dran vorbeilaufen. Wäre auch okay. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen, weiß ich noch nicht. Ist jetzt aber auch nicht kriegsentscheidend. Ich habe, wie gesagt, die Hühner und die Gänse mal zusammen in einen fertig gemacht. Oh, ihr habt Kohldampf, ne? Dann habe ich die beiden Sammler hier neben das Tor gestellt. Hier ist ein Tor zwischendrin. Fand ich eigentlich ganz schön. Da kann man nochmal hier über die Palisade schauen, wenn er hier oben rumläuft, theoretisch. Ja, den Entsafter und Co. habe ich jetzt mal da platziert, provisorisch. Die Felder sind unverändert geblieben, der Rest ist auch unverändert geblieben. Aber ich habe mir natürlich überlegt, wie will ich es machen, weil ich will ja auch noch ein Haus aus Stein bauen. Und ich habe jetzt die Schränke mal so angeordnet, so nebeneinander, war auch cool. Aber das Problem ist, du kannst die dann schlecht greifen. Das heißt, wenn du Sachen ablegen willst, ist es immer ein bisschen Gefummel. Und da hatte ich irgendwie nicht so viel Bock drauf. Und ich habe überlegt, ob wir nicht ein Werkstattgebäude machen. Also das aus Holz könnte ja quasi das Werkstattgebäude werden. Das heißt, ich würde das einfach nach hier noch ein bisschen verlängern. Und dann quasi alle Werkbänke, die es gibt, reinräumen. Damit wir wirklich eine große Werkstatt haben mit den entsprechenden Schränken. Die Kisten dürften jetzt soweit alle fast leer sein. Den Korb, den können wir mal entfernen. Der ist auch leer, den entfernen wir auch mal kurz. Ein bisschen würde ich heute mit euch hier noch rumräumen. Und dann gehen wir aber auch noch zusammen in den Sumpf. Wir wollen ja mal gucken, dass wir die Map dann langsam aber sicher aufgedeckt bekommen. Was mache ich denn mit denen? Das ist eine gute Frage, ne? Wohin mit denen? Die mache ich mal provisorisch jetzt da rein. So, Nägel haben wir schon wieder ein paar. Können wir mal hier rausschmeißen. Ich habe hier mal, ja, die Grundmaterialien rein. Dann habe ich hier alles, was so pulverartig ist oder auch Schlamm, Erde, Sand. Also alles in der Richtung. Hier sind die ganzen Barren drin, also alles aus Metall. Und Glas ist hier auch drin. Ja, den Schrank haben wir gerade gesehen, das ist klar. Hier haben wir die Erze in Rohform. Hier habe ich noch einen kleinen Bambuskorb. Da ist noch nichts drin. Da weiß ich auch noch nicht, was ich da reinmachen will. Hier ist unsere Mixkiste. Hier kommen so Sachen rein. Tierisches und auch Asche. Passt aber eigentlich auch besser hier rein, ne? Theoretisch. Asche und Schwarzpulver würde eigentlich gut hier reinpassen. So, nur dass wir mal ein bisschen Ordnung kriegen. Ja, hier sind jetzt die Federn drin. Die Rubine. Hier sind auch noch ein paar Perlen drin. Ich schmeiße immer zwischendrin, wenn ich hier was aufhebe, habe ich immer so Kisten davor. Hier kommt dann noch Wasser rein für die Viechers. Und dann, wie man sieht, lagere ich das immer hier zwischen. Und irgendwann findet das seinen Weg ins Haupthaus. So, schmeißen wir auch gerade die Federn raus, die Nägel. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kacker. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schrank für Wasser. Was ist eigentlich in dem drin? Nix, oder? Könnten wir nochmal das ganze Wasser zwischenlagern hier? In irgendeiner Truhe war doch auch noch Salzwasser und Co. Wo habe ich denn das jetzt hin? Ach, das habe ich hier rein. Komm, das machen wir ja drüben in den Wasserschrank. Na. So. Okay, dann haben wir nur noch Sticks übrig. Ja, Sticks. Ich habe irgendwie sehr viele Sticks. Ich habe hier schon mal 2, 3 Sticks reingemacht. Aber dann ist der Schrank ja rappelvoll, wenn ich das jetzt noch darüber mache. Obwohl, scheiß drauf. So, dann ist unser Rucksack mal leer. Das ist wunderbar. Hier haben wir noch die ganzen Vasen und Figuren drin. Was haben wir hier noch drin? Nix. Das Ding können wir gleich platt machen. So.
schauen wir mal, was ist in dem. Da ist auch nichts drin. Machen wir das Ding auch gleich platt. So. Dann kommen wir mal weg von den Bambuskörben. Ja, schön. Und wie gesagt, ich würde mir dann die Werkstatt hier einen Tick verlängern und alles reinräumen, was geht. Vielleicht kommen wir auch dann von der Anzahl der Kisten ein bisschen runter. Und ich habe mir überlegt, hier vielleicht, dafür müssen wir dann hier ein paar Apfelbäume leider wegklatschen. Das könnten wir eigentlich mal machen. Hier würde ich dann gerne das Steinhaus hinmachen. Und dafür brauchen wir Beton. Und da würde ich mit euch mal gucken, was wir dafür brauchen. So, den noch. Und der hier stört mich auch. Ah, da liegen noch Äpfel rum. Danke. Jo. Und dann haben wir hier nämlich auch, und dann überlege ich mir auch einen schönen Zugang hier zu unserem Gewächshaus. Hier habe ich jetzt auch mal einen Schrank hingestellt. Kann mal hier den Pfeil wegmachen. Zack. Ist da noch was drin? Was ist da drin? Da ist eigentlich alles drin. Das heißt, das kann da noch mit rein. Dann ernten wir kurz mal das Zeug hier. Dann kann das dann nämlich auch alles noch rein. Dann haben wir hier nämlich ein bisschen, ja, unseren Pilzkram. Ob ich das so lasse, weiß ich noch nicht. Kann sein, dass ich das auch nochmal umbaue. Das ist jetzt, wie gesagt, hier auch mehr oder minder ein Provisorium. So richtig schön finde ich es nicht. So, in dem Schrank sind unsere fertig verarbeiteten Essenssachen. Hier ist quasi der Rohkram drin. Und hier habe ich so Salz, Mehl und Zucker. Alles für die Küche. So, das können wir auch noch gleich noch wegpacken. Und ich finde es ganz gut, weil ich will hier ein bisschen Raum gewinnen, dass man hier auch ein bisschen vernünftig rumlaufen kann. So, jetzt haben wir natürlich ein paar Sticks übrig. Weil ich habe gesehen, unsere Kiste ist ja auch schon echt voll. Wir könnten eigentlich mal die Schmelze anwerfen. Dann kriegen wir da ein bisschen Luft. Ich würde sagen, wir hauen mal ein bisschen Kupfer durch. Schnappen wir uns hier nämlich gerade mal ein Stack Glut und nochmal ordentlich Kohle. So, was gibt's denn jetzt hier? Reagenzkolben, na, den kennen wir aber schon. Ah, hier, Fliesen und Backstein. Für Backstein braucht man Ton. Okay. Unendlich viel Ton braucht man dafür, auch gut zu wissen. So, jetzt hauen wir aber erstmal die Kupferbarren durch und dann gucken wir mal, was wir für Zement brauchen. So, das raus, das raus, das und das und das. Das passt auch alles. Ah, super. Doch, mit den Schränken, auf die habe ich echt hingefiebert, weil die, wie man sieht, mit denen kriegt man halt unheimlich viel Platz. Ich muss mich erstmal an das neue Sortiersystem gewöhnen. Das war hier, ne? Nee, hier. Aber, wie gesagt, man kriegt Unmengen Platz. Man sieht ja, wie viele Kisten jetzt hier leer stehen. Das ist schon der Hammer. Ah, freut mich, wie gesagt, total. Okay, so, wir wollten eigentlich schauen, was man, wie man Zement macht. Wollen wir mal gucken. Ist die Frage, wo macht man den dann grundsätzlich? Warte mal, ich bewege mal kurz die eine Kiste. Die hindert uns nämlich hier am Laufen sonst. Zement, da haben wir's. Dafür braucht man Hybridkartoffeln. Salz und Eier, Hybridkartoffeln. Wir haben ein paar. Ich glaube, die sind draußen. ...32 Hybridkartoffeln haben wir. So, jetzt gucken wir mal, wie wir welche anpflanzen, weil wir sollten natürlich... ...die Samen brauchen wir. Dafür braucht man stinknormale, warte, wir pinnen uns das mal an. Ja. Also, Sumpfwasser haben wir noch ein bisschen. Das passt. Wir bräuchten hier eigentlich auch einen Eingang, ne? Das wäre praktisch. Jetzt müssen wir hier immer rumlaufen, ne? Okay. Salz. Nee, Salz brauche ich noch nicht. Spinnnetze brauche ich. Nehmen wir mal 50 Spinnnetze mit. Dann brauchen wir ein bisschen Schlamm. Schlamm mal hier. Dann brauchen wir blauen Schleim. Muss ich gleich mal gucken, wo habe ich denn den hin?
So, hier, Töfkins müssen wir auch ein paar anpflanzen. Sollten wir mal nicht vergessen. Schleim, blauen Schleim, wo habe ich denn den hin? Da schon mal nett. Die Zäune stehen ja jetzt alle nur so provisorisch. Ich muss mal gucken, wie ich die denn anordnen will. Ah, hier, Schleim. Aber wir hatten doch viel mehr Schleim, oder? Was ist da drin? Da ist nichts drin. Da sind nur die Perlen drin, ne? Die können wir mal mit rübernehmen. Aber wir hatten doch irgendwo... Die sind alle leer, ne? Ja. Leer, 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 leer. Ich war irgendwie der Meinung, wir haben noch Schleim. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir den Schleim hin haben. Jo. Den räumen wir auch mal gleich weg. Das Ding entfernen wir hier auch gleich. Jo. So, Müll, Sumpftel, Sumpftel, Müll, Sumpftel. Dann haben wir das. Ja, so langsam kommen wir voran. Das nehmen wir auch noch mit. Jetzt schmeiße ich aber kurz die Samen an. So, da fehlt uns Kartoffel. Jo, machen wir auch mal eine echt gemütliche Folge. Schön, freut mich. So, wir müssen Kartoffeln anpflanzen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie voll ist denn unser Rucksack? Ziemlich. Ich hau noch kurz den Dill raus. Schmeiße ich mal hier rein den Dill. Den Schleim deponiere ich hier. So, dann habe ich noch Seile. Zack. Das könnte ich eigentlich auch gleich verarbeiten hier. Okay, dann läuft das. Die restlichen Perlen mache ich wieder rüber. So. Ah, wir kommen hier langsam zur Rande. Sehr geil. Jetzt würde ich als erstes mal gucken, ob wir Töfkins anpflanzen können. Und derweil hole ich mal das ganze Zeug hier. Dann haben wir das nämlich auch mal. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Weizen angefarmt. Angefarmt. angepflanzt, so rum. Platzt gleich unser Rucksack. Denn ich wollte hier oben. Deswegen habe ich eigentlich auch so viel Weizen angefarmt. Angepflanzt. Angefarmt. Wie komme ich denn auf angefarmt? Sag mal. Weil ich wollte hier ein paar Samen reinschmeißen für die Hühners. So, dann haben die erstmal wieder was zu futtern. Gucken, Wasser geht hier fast. Hau ich da nochmal ein. So, dann können die nämlich wieder loslegen. So, und dann nehmen wir uns hier den Rest noch mit. Haben wir nämlich hier auch unser Feld mal wieder leer und dann können wir nämlich jetzt ordentlich Töfkins anpflanzen. Gucken wir aber mal gerade in die, das ist die Kacke-Kiste, Wasserkiste, da nehmen wir uns gleich mal ordentlich was mit. Achso, nö, ich brauche ja gar nicht das Gute nehmen. Kann ja auch das Nicht-Gute nehmen, so. Ach, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Mit 5 Kartoffeln wären wir jetzt nicht weit gekommen, ne?
Was fehlt denn jetzt schon? Töpfkens. Okay. Was würde ich denn noch gerne anpflanzen? Gerade mal gucken. Vielleicht noch einen Hauch Zuckerrohr? Ein Hauch Zuckerrohr und vielleicht nochmal einen Hauch Weizen. Okay, was ist mit Baumwolle? Wollen wir Baumwolle auch mal? Ich glaube, ich habe eh nur zwei Samen. Ja, kommt, die pflanze ich hier gleich ein. Okay. Kartoffeln laufen. Sumpfwasser brauchen wir. Ich habe Zuckerrohr in der Tasche. Noch ein bisschen Weizen. Dann schmeißen wir hier. Jetzt habe ich irgendwas vermischt hier, ne? Das gehört mal nicht da rein. So, da sind nur Samen drin, nur Wasser. Hier kommt Weizen rein. Und da ist Kacke. Gut. Schmeiße ich aber die Samen noch raus. Okay, jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal an ein bisschen Zement. Was brauche ich? Eier und... Eier und... Was war es noch? Salz, oder? Ich glaube, das war auch hier, ne? Zwei, eins, eins. Okay, 16. Wow. Man braucht echt Unmengen von den Kartoffeln. Scheiße. Ist ja brutal, ne? So, dann können wir das wieder rausschmeißen. Zuckerrohr ist unverarbeitet. Das schmeiße ich mal da rein. Den Dill schmeiße ich mal da rein. Leine nicht. Faserdill auch nicht. Wobei, da ist schon Faserdill drin, habe ich gesehen. Hier, wo ist er? Da. Da machen wir nämlich Isolierstoff draus. Ich habe nämlich gesehen, man kann jetzt ja auch Isoliergewebe machen. Das machen wir mal. Wir werden es bestimmt brauchen. Ich habe nämlich auch schon ein bisschen was davon gemacht. Das schmeißen wir mal hier rein. So, kann ich noch ein Seil machen? Ich könnte doch Seile herstellen. Bin ich jetzt blöd? Ah, eine Windmühle können wir jetzt auch herstellen. Entsafter. Muschelfarm, kennen wir alles. Ah, die Windmühle ist neu. Da müssen wir glatt mal gucken. Ja, das machen wir. So, darauf scheiße ich jetzt. Tschüss. Die brauchen noch ein bisschen. Jo, die lasse ich mal noch durchlaufen. Gut, dann haben wir schon gleich den ersten Zement. So, ein bisschen Leder. Schmeiße ich mal den Scheiß wieder raus. Lassen wir das durchlaufen. So, und Wasser war hier hinten. Ja, so langsam kommt man rein. So, Backstein. Backstein können wir aus Stein herstellen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was kostet denn hier was? Der Steinboden kostet normalen Stein und Zement. Die Steinmauer kostet Backstein. Ja, das heißt, wir brauchen ziemlich viel Stein. War aber absehbar. Ein paar Backsteine könnten wir ja schon mal herstellen, oder? So, mal vier sogar. Okay, das können die Geister mal machen. Ja, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, ich muss mal gucken, wie viel Bretter und Co. haben wir denn?
dass wir mal anfangen, unsere Werkstatt hier auszubauen. Gleichzeitig. Gerade mal ein paar Bretter hier noch durchlaufen lassen. Ein paar Bretter haben wir noch, ein paar Nägel brauche ich, ein bisschen Stein. Und dann setze ich nämlich mal ein bisschen den Kram hier um. Gucken, wo stellen wir das Ding so lange hin? Davor. Da liegt jetzt das Zeug da im Weg, war klar. So, rücken wir mal alles ein Stück weg, damit wir hier anbauen können. So, Holzboden bauen. Ach, da fehlt schon Stein. Ja, jetzt muss ich nämlich die Steine farmen, wa? Sein Mist. Ach ja. Aber gut, was tut man nicht alles? So, dann haben wir schon mal ein Stück. Ich würde gerne noch eins raus. Damit wir, wie gesagt, in der Werkstatt auch alles unterkriegen. Auch die ganzen Werkbänke und Co. Ja, Großbaustelle, ne? So ist das, wenn man dann hier umbauen darf. Aber wie gesagt, eine kleine Baufolge ist auch nicht so schlecht. Vielleicht schaffen wir es dann auch erst nächste Runde in den Sumpf. Das kann durchaus sein. Wäre jetzt aber auch an der Stelle kein Beinbruch. Holzboden hier. Ja, Bretter fehlen. Komm, ich helfe dir da schnell, damit ich da rein kann. Jo, Bretter fehlen. Okay. Gut, dann lassen wir sie mal in Ruhe hier Zeug machen. Ich schmeiß den Rest wieder rein. Die Ziegel schmeiße ich auch mal da rein. So, dann habe ich jetzt noch Sticks in der Tasche. Die würde ich gerne noch verbraten. Sind wir das Zeug los? Ja, mega gut. Mega gut. Jetzt mache ich halt doch das Seil. So, zack. Dann ist das auch erledigt. Och Mann, mach doch einfach das Seil. Danke. Da willst du das Seil machen, dann mach da darum. Hey. So, das darüber. Das darüber. Und dann, ja, würde ich sagen, hüpfen wir doch nochmal kurz in den Sumpf. Dann könnt ihr hier in Ruhe erstmal das Zeug fertig machen. Ich schnapp mir hier noch das Wasser. Wir können uns noch ein bisschen im Sumpf rumprügeln. Ein bisschen was zu essen, Hammer. Ich denke, das wird uns reichen. Ja, ein paar Pfeile haben wir auch noch. So, jetzt schauen wir mal auf die Map. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier runter und gucken mal, ob wir hier dann einen Durchbruch kriegen.
Ja, hier gibt es auch einen Haufen Steine, die ich dann holen kann, wa? Ach, nett. Kann man hier den Baum wegnehmen? Achso, man kann ja da rumlaufen, ich Depp. Knapp daneben ist auch vorbei. Wo ist eigentlich mein Schild? Ah. Sah eben so aus, als hätte er das gar nicht in der Hand. So, schnappen wir uns mal, was denn hier passiert. Nee. Eieieiei, da sind aber ein paar viele hier. Tja, das hast du dir so gedacht, blöde Schlange. So, mal schnell was mampfen. Uiuiuiui, um Single lassen wollte ich mich ja nicht nett. Blöde Schlange. Okay, ja, wunderbar. Läuft hier. Wir prügeln uns hier so richtig durch. Ich freue mich schon auf das neue Essen. Aber das haue ich erst raus, wenn wir hier die Vorräte ein bisschen dezimiert haben. Das können wir eigentlich mal ausmachen hier. Ja, zur nächsten Folge gucke ich mal, dass wir ein paar Hybridkartoffeln und ein bisschen Stein im Vorrat haben. Dann können wir vielleicht schon ein bisschen was bauen. Man sieht hier aber auch überhaupt nichts, ne? Lass mich mal gerade noch ein, zwei Bäumchen hier wegmachen, damit wir dann noch ein bisschen Holz mit nach Hause bringen. Ja, ich sehe, die Folge ist ja auch schon fast zu Ende. Dann räume ich hier ein bisschen auf. Ich hole noch ein bisschen Holz für Bretter, weil die werden wir auch noch brauchen, um unsere Werkstatt noch zu erweitern. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Und ja, vielen, vielen Dank natürlich an der Stelle fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.